ich zeige euch heute, wie ihr diese unglaublich leckeren, knusprigen Brötchen zu Hause hinbekommt. Und das Ganze ohne Kneten, ohne irgendwelche großartigen technischen Mittel. Ganz einfach. Ich habe vor Jahren schon ein Video hochgeladen. Brötchen ohne Kneten, 3,4 Millionen Aufrufe hat das bekommen. Das hier ist jetzt Version 2.0. Ich habe das Rezept noch ein bisschen verbessert und wirklich gelingsicher gemacht. Schaut euch das Video an, dann werdet ihr die Unterschiede sehen. Wir fangen mal an mit dem Wasser. Ich habe hier 320 Gramm Wasser. Das ist kühl aus dem Wasserhahn. Das ist auch schon der erste Unterschied zu meinem letzten Rezept. Das hat ein bisschen mehr Flüssigkeit, dieses Rezept. Da rein gebe ich 10 Gramm Salz. Dann nehme ich einen Teelöffel Honig. Ihr könnt alternativ auch Zucker nehmen. 10 Gramm Zucker oder ein Teelöffel sind etwa 10 Gramm Honig auch. Da rein gebe ich 6 Gramm frische Hefe. Das ist deutlich mehr als bei meinem anderen Rezept. Das liegt einfach daran, dass dieser Teig im Kühlschrank gehen wird. Das heißt, wir brauchen mehr Hefe. Das lösen wir alles einmal mit dem Schneebesen auf. Dann gebe ich dazu 500 Gramm Dinkelmehl, Typ 630. Ihr könnt auch Weizenmehl nehmen, Typ 550. Dann würde ich aber nur 300 Gramm an Wasser nehmen. So, dazu gehen noch 10 Gramm Olivenöl. Und jetzt müssen wir den Teig einfach nur noch vermischen. Das geht am besten hier mit so einem Holzlöffel. Und wenn das Mehl komplett gebunden ist und wir hier keine Mehlnester mehr drin haben, das geht wirklich super schnell, dann ist der Teig schon fertig. Der große Vorteil, den Teig jetzt im Kühlschrank gehen zu lassen, im Gegensatz zu meinem letzten Rezept, der bei Zimmertemperatur geht, ist der, dass wir ein viel größeres Zeitfenster haben und wir können den hier ein paar Stunden länger gehen lassen, ohne Probleme. Das funktioniert bei dem Teig bei Zimmertemperatur nicht, weil wenn der fertig ist, gebacken zu werden, muss er gebacken werden, sonst ist er einfach übergar und dann funktioniert es nicht mehr gut. Das heißt, dieser Teig ist perfekt, zum Beispiel auch wenn ihr im Sommer Brot backt, denn dann kann es, wenn es wirklich warm ist in der Küche, dann geht der Teig so viel schneller, dass ihr wirklich auf der sicheren Seite seid, wenn ihr den in den Kühlschrank packt. Und dann kriegt ihr immer ein super Ergebnis raus, auch wenn ihr mal eben keine Zeit habt und den Teig ein paar Stunden länger im Kühlschrank lasst. Ich würde den Teig mindestens 16 Stunden im Kühlschrank lassen, wenn ihr ihn früher backen wollt, sagen wir nach 8 Stunden. Das geht auch, dann würde ich aber, bevor ich ihn in den Kühlschrank packe, lasst ihn dann einfach eine Stunde oder auch zwei Stunden bei Zimmertemperatur gehen, dann hat er schon ein bisschen Vorsprung. Am besten nehmt ihr hier so eine kleine Lock-in-Lock-Box. Die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, die sind super praktisch. Die reiben wir ein klein bisschen mit Olivenöl aus, damit unser Teig nachher nicht so klebt. Dann können wir den da schon direkt reingeben. So, Deckel drauf. Und dann geht er ab in den Kühlschrank bei 5 bis 6 Grad. Ab 4 Grad tut sich hier nichts mehr, also es darf nicht zu kalt sein. Aber in den meisten Kühlschränken, weil man sie immer wieder auf und zu macht, ist es sowieso, hat es meistens sowieso diese Temperatur. Also ich habe bisher, auch wenn mein Kühlschrank auf 4 Grad steht, noch kein Problem gehabt. Wenn ihr mal ein Thermometer in den Kühlschrank stellt, dann könnt ihr mal testen, was für Zonen, verschiedene Zonen euer Kühlschrank hat. Das ist manchmal ganz interessant. Also bei 5 bis 6 Grad, ungefähr 16 Stunden. Mein Teig, der war jetzt 14 Stunden im Kühlschrank über Nacht. Da gebe ich jetzt ein klein bisschen Mehl oben drauf. Zum Bestäuben nehme ich eigentlich lieber Weizenmehl, weil Dinkelmehl oft ein bisschen klumpig ist. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem verwenden, falls ihr Weizenmehl aus irgendwelchen Gründen nicht nehmen wollt. Dann mache ich mir den Teig hier ein klein bisschen locker an den Seiten. Und jetzt lassen wir den hier rausgleiten. Ziel ist wie immer, so viel Luft wie möglich in dem Teig da drin zu behalten. Kleiner Trick, der Teig, der ist relativ weich. Ihr könnt die Hände so ein klein bisschen einölen, dann klebt das nicht so dran. Ich klappe den Teig jetzt einmal ein bisschen zusammen. Dann haben wir den feuchten Teil innen drin und außen lässt er sich leichter verarbeiten. Ich portioniere mir die Teiglinge jetzt in 8 Teiglinge à 100 Gramm. Ihr könnt auch 9 Stück machen, à 90 Gramm. Wenn ihr noch einen Teigrest übrig habt, dann verteilt den einfach gleichmäßig auf alle Teiglinge. Dann geht es ans Rundschleifen. Auch hier kann es hilfreich sein, die Finger so ein bisschen mit Öl einzureiben. Und dafür ziehen wir einfach das Brötchen nach außen, klappen es in die Mitte, bis wir eine schöne Spannung in dem Brötchen erreichen. Dann drehen wir es um,
Und dann können wir es einmal noch von Hand zu einem schönen, runden Brötchen schleifen. Der Teig ist klebrig und das ist auch normal und gut so. Wer da Schwierigkeiten hat, der kann den Teig mit etwa 20 Gramm weniger Flüssigkeit zubereiten. Dann wird das Ganze ein bisschen einfacher. Die Brötchen, die verteilen wir dann mit ausreichend Platz auf einem Blech mit Backpapier. Und dann decken wir sie nochmal mit einem sauberen Leinentuch oder auch ein sauberes Küchentuch für 45 Minuten bis eine Stunde ab. Die Brötchen, die sind jetzt eine Stunde gegangen, sind wunderbar aufgegangen. Wenn ihr hier so raufdrückt und die Delle langsam wieder zurückkommt, dann sind die genau richtig. Kleiner Tipp, wenn die Oberfläche noch relativ feucht ist, dann nehmt das Tuch die letzten 15 Minuten ungefähr runter, dann kann die Oberfläche ein bisschen abtrocknen. Dann könnt ihr sie zum einen besser einschneiden und meistens gehen sie dann auch noch ein bisschen besser auf. So, ich schneide sie jetzt ein, dafür nehme ich ein kleines Sägemesser. Einfach einen geraden Schnitt machen. Das geht deutlich besser, wenn der Teig nicht zu feucht ist, wenn oben eine kleine Haut ist. Dann sprühe ich die einmal mit Wasser noch ein bisschen ein. Dadurch bekommen sie einfach mehr Glanz nachher. Und jetzt gehen die in den vorgeheizten Backofen, 240 Grad Ober-Unterhitze für 20 Minuten. Unten in den Ofen habe ich noch ein Blech reingestellt. Da schütte ich etwa 100 Milliliter Wasser rein, dass wir eine gute Dampfentwicklung haben. So, ein kleiner Tipp noch, wenn ihr sagt, so viel Brötchen kann ich gar nicht auf einmal essen, dann nehmt ihr einfach einen Teil nach ungefähr 12 Minuten raus, lasst sie abkühlen, packt sie zum Beispiel in einen Ziploc-Beutel, einfrieren und dann müsst ihr sie nur noch in den Ofen schmeißen, gefroren, und backt sie ungefähr dann nochmal 8 Minuten bei der gleichen Temperatur, bis sie schön braun sind. Und schon habt ihr wunderbare, frische Brötchen. So, meine Brötchen waren 20 Minuten im Ofen. Wunderschöne Farbe haben die bekommen. Die könntet ihr jetzt, wenn ihr wollt, nochmal einsprühen. Dann bekommen sie noch mehr Glanz. Wichtig ist natürlich direkt nach dem Ofen, nachdem sie rauskommen, wenn sie heiß sind, einsprühen. Die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen abkühlen und dann gucken wir uns die gleich von innen an. Schauen wir uns jetzt die Brötchen mal von innen an. Schöne, saftige Porung. Ah, duftet herrlich. So soll ein Brötchen aussehen. Und durch die lange Reifezeit entwickelt sich auch so viel Geschmack. Es ist wirklich kein Vergleich mit gekauften Brötchen, die meist wirklich nur noch schnell gebacken werden. Sehr lecker. Also so machen selbstgebackene Brötchen wirklich Spaß. So, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ich konnte euch Lust machen, die Brötchen nachzubacken. Und falls ihr noch ein Rezept braucht, wo ihr morgens ganz wenig Arbeit habt und trotzdem super geniale Brötchen bekommt, dann lege ich euch wirklich auch noch mein Ciabatta-Brötchen-Rezept ans Herz. Das blende ich euch hier oben ein. Auch ganz, ganz tolle Brötchen. So, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, gerne abonnieren. Und damit sage ich tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Klein bisschen Werbung noch in eigener Sache. Mein neues Kochbuch, einfach vegetarisch, ist jetzt überall erhältlich. Ihr bekommt es im Buchhandel oder auch online. Die Links dazu blende ich euch unten in der Beschreibung ein. Und darin sind 70 wirklich tolle Rezepte. Und ich sage jetzt schon mal Danke an alle, die mich mit dem Kauf des Buches unterstützen.